Also, mir gefällt mehr und mehr die Untiefe vom Starboard Allround Bretter. Die haben drei kurze Finne, stecken nur 10 bis 15 cm ins Wasser und das ermöglicht ganz nah am Ufer paddeln. Ist echt ein Unterschied zu den meisten Allround Boards mit einer Slidefinne. Oft kommt die Frage bei uns in der Lade, warum gibt es so einen Preisunterschied? Warum gibt es auch Standard Paddleboards von 1000 Franken plus? Es ist, weil die größeren Marken stecken auch Geld in Innovation. Ja, die haben das, zum Beispiel hier das Finne-Konzept innoviert. Seht man bei Starboard jetzt und bei Red Paddle. Dort, wo die etwas günstigere Bretter dann noch, lass uns sagen, ein anderes Finne-Konzept haben, wobei die Finne sehr tief im Wasser stecken, kann man nicht so näher am Ufer paddeln. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also acht Schläge an einer Seite und dann die Handwechsel. Das ist gut für ein Allround-Brett. Also, Fahreigenschaften vom Brett. Es gleitet schön. Die Länge 11, 2, 3 Meter 40 ermöglicht auch schön geradeaus und etwas schneller zu gleiten als normale Allround-Bretter. Board ist kippstabil. Es ist auch nur 12,5 cm dick, statt die üblichen 15 cm, die man sieht. Und hat ein relativ breites Heck. Was sonst noch auffällt vom Board ist, es dreht schnell. Vor allem, wenn man einen Schritt nach hinten macht, hat man schnell den Pivot. Und das wunderschöne Design, das nennt man bei Starboard die Tekine Edition. Es ist die Künstlerin Sonny Honscheid, auch Starboard Teamreiterin, die das Design gemacht hat. Und es ist wunderschön, voll mit schönen Details. Also, ich habe gerade mein gefundenes Plastik wieder hier in der öffentlichen Mülleimer entsorgt. Und ja, ich gehe zurück zum sauberen Starboard jetzt. Und eine Emotion muss mir vom Kopf, vom Herzen, das ist, ich laufe zu meinem Brett und da liegt sie. Wunderschön. Echt ein schönes Brett und das gibt einen Glücksmoment. Und ich würde auch sagen, die Kundengruppe von diesem Brett sagt, naja, ich möchte ein Allround-Brett, ich möchte Standard-Paddler lernen oder ich paddle mal. Hab mal gepaddelt und möchte jetzt ein eigenes Brett. Und wenn man das Budget dazu hat, dann kaufe ich mir so ein Starboard mit so einem wunderschönen Aufdruck. Klar, das Brett alles richtig gemacht von Starboard. Ich habe dann auch einen sehr edlen Rucksack mit Rolle, damit ich edel unterwegs bin im öffentlichen Verkehr. Und ja, das ist dann mein Brett. Ich würde sagen, geeignet für Personen bis 100 Kilo, hat aber mehr als 250 Liter Auftrieb. Das heißt, zwei Erwachsene, wenn sie sich gleichmäßig verteilen, haben auch Spaß auf dem Brett oder Erwachsene mit ein oder zwei Kindern. Board kommt mit dem Starboard Rucksack. Ist sehr, sehr edel. Hat auch Rolle an der Seite. Kommt dann mit einer Doppelhubpumpe, wobei die Fuß abnehmbar ist, damit es wieder ein kleineres Packmaß hat. Den Tragegurt ist auch dabei. Anleitung.